Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und zwar bin ich gerade ehrlich gesagt auf dem Sprung. Ich bin nämlich gleich auf dem Weg nach Frankfurt mit dem Zug und bin da bei einer TV-Show und habe aus diesem Grund auch nicht so viel Zeit jetzt was zu drehen. Also wirklich eigentlich nur 20 Minuten. Aber ich wollte auf jeden Fall kein Video ausfallen lassen. Deshalb habe ich euch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwas von mir sehen wollt aus meinem Zuhause oder wo auch immer. Es gibt so ein Videoformat, das nennt sich Zeig uns dein oder Zeig uns deine. Und das würde ich sehr, sehr gerne drehen. Also falls ihr irgendwas von mir sehen wollt, schreibt es mir sehr, sehr gerne jetzt hier rein. Und ich werde euch dann Dinge zeigen. Und wirklich sehr, sehr viele Sachen kamen. Und ich würde auch direkt mal anfangen, nachdem ihr hier abonniert habt. Ich warte. Ich warte. Okay, wir können weitermachen. Fangen wir doch mal direkt an mit Zeig uns deine teuerste Tasche. Ist das die hier? Ich glaube ja. Das hier ist meine teuerste Tasche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viel sie gekostet hat. Aber es ist auf jeden Fall eine klassische Chanel Bag mit mattem Leder. Das ist nicht glänzend. Und ich muss auch ehrlich sein, ich habe sie noch gar nicht so oft benutzt. Das Herz würde wie bluten, wenn ich irgendwie einen Kratzer reinmachen würde oder so. Deshalb trage ich die auch wirklich sehr, sehr selten. Nur zu besonderen Anlässen. Und ja, das ist meine teuerste Tasche. Ich kann ja mal gucken, wie viel die gekostet hat. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht genau, aber ich blende es mal ein. Zeig uns deinen ersten Snapchat und da muss ich mal kurz auf die App Snapchat gehen. Die benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich guck mal, wie weit ich zurückgehen kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt, ich kenne mich damit gar nicht mehr aus. Ey, wo? Ah, hier. Nee, oder? Bin verwirrt. Da? What the fuck? Moment, Moment. Hä? Meine Story? Ah, hier. Okay. Ich bin jetzt hier und ich werde einfach mal so weit nach unten scrollen, wie ich kann. Und meinen allerersten Snap habe ich auf jeden Fall schon vorher gemacht. Aber der erste, der jetzt hier in der Galerie ist, vom Mai 2016. Und zwar ist das ein Bild von mir und Paula auf der Gangtour. Das war damals, glaube ich, in Hannover. Und das ist so mein erstes vom 10.05.2016. Aber ich habe davor auf jeden Fall auch schon welche gehabt, aber ich kann die leider jetzt nicht finden. Zeig uns deine Küche, deinen Süßigkeitenschrank. Und da sind wir auch schon genau richtig. Und zwar ist das hier der Wunderschrank. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, vor 2 Monaten sah das Ganze schon ganz anders aus. Jetzt sieht es eher sehr traurig aus. Sieht wirklich sehr traurig aus, was hier drin. Nur noch ein, so ein Marzipan-Ding. Datteln. Ein paar Nüsse, die schon geöffnet sind. Ich habe hier einmal Chio-Chips, die liebe ich ja. Und mit Käsesoße, ich liebe ja Nachos. Und eine Pringles-Packung. Ah, hier ist auch noch eine Pringles-Packung, die kommt auch noch hier rein. Ansonsten echt tote Hose, würde ich sagen. Also ja, das sah auf jeden Fall mal viel, viel besser aus. Aber ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn es so aussieht. Zeig uns deinen Klopapiervorrat. Oh, oh, oh. Dann muss ich erstmal hier ins Bad gehen. So, eigentlich, wenn wir Klopapier haben, liegt es da. Aber der einzige Klopapiervorrat, den wir jetzt noch haben, ist... Das war's. Das ist unsere einzige Klorolle, die wir noch auf Vorrat haben. Ja, also man merkt, wir sind auf jeden Fall nicht die Standarddeutschen. Ich habe gehört, jetzt werden auf jeden Fall wieder irgendwelche Klopapierrollen ausverkauft sein. Oder jetzt sind gerade irgendwie voll die Klopapierrollen wieder ausverkauft. Deutschland. I don't get it. Zeig uns deine Lieblingstasche. Okay. Ihr habt ja gerade schon meine teuerste Tasche gesehen. Meine Lieblingstasche. Hm. Wo ist die denn? Die war doch da. Hä? Ist die hier? Ja, die ist hier. So, meine Lieblingstasche ist momentan diese hier. Und zwar ist sie von Yves Saint Laurent Paris.
Und zwar habe ich die zum Geburtstag geschenkt bekommen von Eugen. Und ich finde die ganz geil, weil man kann halt auch einen Laptop reintun. Ich bin so ein großer Fan von großen Taschen, wo man auch einen Laptop reintun kann. Und ich finde den Henkel richtig schön. Denn der ist so aus Messing. Und wenn man die trägt, sieht das echt cute aus. Also es hat echt was Nices. Und das ist meine momentane Lieblingstasche. Zeig uns deine AP Iced Out. Also das Video mit Eugen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da haben wir unangenehme Fragen beantwortet. Da habe ich beantwortet, was denn das teuerste ist, was ich mir so gegönnt habe. Wie kostet dein allerteuerster Gegenstand, den du besitzt? Also dein Auto geleast, das zählt nicht. Dann würde ich sagen, meine Iced Out Audemars Piguet. Für 45.000. Und ich sag mal so, sehr, sehr viele wollen die Uhr mal live sehen und ich werde sie euch auf jeden Fall irgendwann noch mal live zeigen. Ich habe hier allerdings jetzt nur das Video, denn die Uhr ist in meinem Bankschließfach sicher aufgehoben. Die ist nicht bei mir zu Hause, denn ich habe ehrlich gesagt zu viel Angst, dass irgendjemand hier einbricht und irgendwas klaut. Deshalb sind alle meine Wertgegenstände, die sehr, sehr teuer sind, immer in meinem Bankschließfach. Damit auch bloß nichts passiert und es ist dann auch versichert. Und ja, aber hier auf jeden Fall das Video und ich werde euch auf jeden Fall updaten bzw. mal zeigen, wenn ich sie dann auch mal trage. Zeig uns mal dein ganzes Make-up. Aber bitte jetzt keinen Schock bekommen, ja? Und zwar mein Schminktisch ist leider nicht so aufgeräumt und mein generell, dieses ganze Zimmer ist einfach nicht aufgeräumt. Tada, das ist mein Schminktisch und wie ihr seht, obwohl es geht eigentlich, so schlimm ist es gar nicht, aber es sieht auf jeden Fall auch, es hat auf jeden Fall auch bessere Tage, aber hier mein Schminktisch, hier noch ein paar Dinge und was wichtig ist, oh mein Gott, ich will das ehrlich gesagt gar nicht aufmachen, yay, meine ganzen Lipgloss und meine ganzen Lippenstifte und so weiter, das wird auch alles bald ausgemistet. Wenn ihr mal ein Video dazu haben wollt, wenn ich mal so alles ausmiste, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit, weil es, ja, Setting Sprays, Paletten, hier sind aber auch Paletten und hier sind Wimpern, ach du Scheiße, ich muss das auf jeden Fall alles aufräumen und hier auch noch mehr Make-up-Sachen. Also das muss auf jeden Fall bald ausgemistet werden. Zeig uns dein hässlichstes Oberteil im Kleiderschrank. Das ist eine sehr gute Frage. Ein hässlichstes Oberteil. Also wenn es hässlich wäre, dann würde ich es ja nicht in meinem Kleiderschrank haben. Mein hässlichstes Oberteil. Das wird schwierig, weil eigentlich immer, wenn ich irgendwas wirklich scheiße finde, dann misste ich es sofort aus. Oh, ich weiß es nicht. Okay, was mir jetzt auf Anhieb so ins Gesicht springt, aber das ist auch nicht so hässlich. Also es ist eigentlich ein ganz normales Oberteil. Nee, ich mach das nicht hier. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Hässlichste. Da gibt es auf jeden Fall schlimmere. Aber ist ein Oberteil, was ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mehr trage. Und zwar ist es das vom Zara in diesem Royalblau mit einem Lederkragen. I'm sorry. Auf jeden Fall mit einem Lederkragen. Also es ist nicht hässlich, aber es ist auch auf jeden Fall ein Oberteil, was ich jetzt so nicht mehr tragen würde. Wie findet ihr es? Zeig uns Sula. Komm mal her, Schätzi. Komm her, Bibi. Komm her, Baby. Komm, hopp. Mach hopp. Hopp. Hallo, zeig dich mal. Das ist Sula. No, Bibi. Es ist so krass, wie Leute einfach jedes Mal, immer noch, wenn ich mit ihr Gassi gehe, Leute fragen, ist das ein Welpe? Nein, sie ist 4. Es ist kein Welpe. Weil sie einfach aussieht wie ein Welpe. Oh, no, Bibi. Die chillt eh nur. Suli, ab ins Bettchen. Ab ins Bettchen. Hopp, ab ins Bettchen. Hopp, hopp. Hopp. Ja. Zeig uns dein 7. Bild deiner Fotogalerie auf dem Handy. Ich glaube das 7. erste Bild oder das 7. letzte Bild. Das ist ein Unterschied. Ich guck mal. Okay, mein 7. Bild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, okay, das ist wirklich süß. Das ist richtig süß. Und das ist, ich schwöre, das ist kein Fake. Das ist mein 7. Bild in der Galerie. Also von oben. Also das hier. Und das Bild. Okay, das ist wirklich sehr, sehr cute. Und zwar ist das ein Bild,
von einem Brief, was mir Eugen geschrieben hat, als er, glaube ich, also als wir so gerade in der Kennenlernphase waren und ich glaube, das erste oder zweite Mal bei mir geschlafen hat. Übrigens ist da nichts gelaufen, auch wenn er bei mir geschlafen hat. Und er hat mir voll den süßen Briefen, das hat er jedes Mal gemacht, wenn er bei mir geschlafen hat, weil er morgens immer richtig früh rausgegangen ist. Und dann war halt das der Brief, und zwar blende ich ihn euch mal ein. Das hat er geschrieben: Guten Morgen, hab einen schönen Tag und sei fleißig. Wollte dich nicht wecken, weil du so süß am Schlafen warst. PS, du weißt schon. Oh, ist das süß! Ich fand das so unglaublich süß. Ich find's immer noch richtig süß. Und das Bild war, glaube ich, oder dieser Zettel war, glaube ich, der erste, den er mir gemacht hat. Und wirklich jedes Mal, als er bei mir geschlafen hat, hat er mir so einen kleinen Liebesbrief hinterlassen, damit ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mit einem Lächeln in den Tag starte. Und ach, das war richtig süß. Schatz, mach das mal wieder, ja? Das war wirklich süß von dir. Du kannst gern wieder so süß sein. Nein, der ist auch so süß, aber das war wirklich gut. Und das war am 2. Juli 2015. Zeig uns deine unordentlichste Ecke. Da gibt's viele. Aber ich würde mal sagen, ich zeige euch mal... Oh Gott, ich würde es euch gar nicht zeigen. Aber das ist die bittere Wahrheit. Ja, das ist unser Gäste-WC. Und hier ist unsere Waschmaschine und ein Trockner. Und wir hatten kein Waschmittel mehr zu Hause, deshalb habe ich alles hier hingeworfen. Ja, das ist halt die Realität, ne? Sieht auch bei mir so aus. Zeig uns dein Bankschließfach. Natürlich nicht. Um Gottes Willen, das werde ich... Oh, da hat jemand geklingelt. Hallo? Ja, hallo. Ich soll Sie abholen? Ja, in 5 Minuten. Okay. Dankeschön, bis gleich. Mein Fahrer ist schon da. Nein. Ich muss das Video zu Ende drehen. Genau, ich werde euch mein Bankschließfach definitiv niemals zeigen. Denn ich glaube, das darf man auch gar nicht. Das ist einfach... Ich glaube, aus Versicherungsgründen und so. Also, nein. Nein, nein, nein. Zeig uns ein Bild, wo du dich nicht hübsch findest. Oh, okay. Guck ich mal in meiner Galerie. Es gibt viele. Das Ding ist, ich lösche die Bilder halt immer, wenn ich mich nicht hübsch finde. Aber Moment, ich habe hier richtig viele, die Ramona von mir gemacht hat. Ja, das ist ein gutes Bild. Und zwar war das zu den Interviews zum Drachenreiter. Da habe ich nämlich einer Figur meine Stimme verliehen. Und das war bei dem Interviewtag. Und ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot davon. Ja, ich blende es euch mal ein. Also, schön ist anders. Aber mein Gott, ich glaube, ich war da gerade auch am Reden. Deshalb sah ich ein bisschen kacki aus. Zeig uns deine Bettwäsche. Nichts leichter als das. Eine Sekunde. So, das hier... ist meine Bettwäsche. Von Ikea, man kennt sie. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, bald mehr auf neutralere Bettwäsche zu gehen, also so einfarbigere Bettwäsche, weil ich finde die auch schön, das ist es nicht, aber irgendwie ist das schon, I don't know. Kennt ihr so, wenn man sich so ein bisschen weiterentwickelt und sich so denkt, ah, ich kann mir diese Bettwäsche nicht mehr angucken, und ich habe die auch recht lange, deshalb werde ich sehr wahrscheinlich meine Bettwäsche noch ausmisten und mehr auf neutralere gehen. Und man sagt, so Satin-Bettwäschen, also die so ganz weich sind, sollen sehr gut für die Haut sein, deshalb. I'll keep you updated. Zeig uns deinen Ehering. Auch nichts leichter als das. Und zwar ist das hier, das ist mein Ehering von Tiffany. Und das ist mein Verlobungsring, auch von Tiffany. Geil, das ist ja bei Diamond, da muss das Licht drauf knallen, damit man auch den Effekt sieht. Woohoo! Seht ihr es blinken? Carlo, kannst du mal bitte scharf werden? Bling, bling. Und den trage ich seit 2 Jahren schon hier an meiner Hand. Trage den aber auch zusammen mit meinem Verlobungsring. Because I like. Zeig uns deine Lieblingssneaker. Auch nichts leichter als das. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal den ich momentan am häufigsten trage. Und zwar ist das dieser hier. Das ist der Yeezy. Steht das hier? Nö. Auf jeden Fall eines der neuesten Yeezys. Und ich bin sowieso übertriebener Yeezy-Fan, weil sie einfach extrem gemütlich sind. Und die Dinger halten wie Sau. Guck mal, jetzt zeige ich mal meine allerersten Yeezys. Die habe ich 2015 bekommen oder gekauft. Und guck mal, wie die aussehen. Wie neu. Also, ach klar, hier jetzt nicht so, aber...
Das ist krass. Deshalb, die halten echt wirklich sehr gut und sind halt unfassbar gemütlich. Und ich liebe halt einfach dieses Muster, weil es einfach nicht so langweilig aussieht. Und das passt einfach zu so vielen Klamotten von mir. Gerade auch zu der Jacke, die ich halt gerade echt oft trage. Deshalb, you know, zeig uns deinen aktuellen Kontostand. Und damit sage ich, das war's mit dem Video. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nochmal so ein Video haben wollt und ein bisschen mehr von mir sehen wollt. Wie gesagt, es war ein sehr spontanes Video. Und genau, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.